Ladies and gentlemen, dear guests, Professor Heschel, Professor Amipur, I warmly welcome you to the Jewish Museum Berlin. My name is Hafsa El Buhamushi. I'm a research associate at the Academy's Jewish Islamic Forum, and I will be moderating this evening's lecture. With our Academy programs, we pursue questions of religious practice and the philosophy of religion, such as the tension between tradition and modernity in both Judaism and Islam. One consistent part of the Jewish Islamic Forum is the Dialogical Lecture Series, where we are currently addressing controversial human rights topics arising in various walks of life and examine them from Jewish and Islamic perspectives. For every lecture, we invite two scholars who present their own positions and then engage in a dialogue. And I would like to thank the Allianz Kulturstiftung for kindly supporting this lecture series. So, this evening's lecture is dedicated to one of the most debated subjects when it comes to Islam in Germany the right to gender equality. When it comes to the discourse about Islam and women's rights, the terms associated are oppression within family and marital relations, the compulsion to wear a headscarf, and the prohibition to determine a chosen way of life, be it religious or not. In today's evening, we're trying to foster a more nuanced approach when talking about gender equality in the Jewish and Islamic religion. Judaism and Islam emerged from ancient cultures born in the Middle East and both are rooted in texts and traditions that may be seen as having often excluded women. But at the same time, both groups have recently seen a resurgence in religious orthodoxy among women as well as growing feminist movement that challenge traditional religious structures in the United States in the united states jews and muslims operate as minority cultures carving out a place for religious and ethnic distinctiveness we in germany would do good to appreciate some of those accomplishments of these feminist movements and to ponder about the fact that a religious way of life be it jewish or islamic does not contradict being a feminist women like rachel ibn Bohm, an ultra-orthodox feminist activist from israel for example, didn't even knew she was a feminist. While she was striving for more equality, chances for education and representation for women in the ultra-orthodox ultra community of Mea Sharim in Israel. "I feel at home in my community and do not want to be excluded," is what she says when it comes to counterbalancing given religious structures and opportunities for women to be actively involved in them. She is just one example of numerous women who do not want to give up their religious identity and at the same time they strive for more equality in and outside of the religion. Taking this as a point of perspective, the questions that arise are in what terms does the claim for equality within the human rights differ from the concepts of equality within Jewish and Islamic theology? Do we have to reconcile them? It is widely accepted that Judaism and Islam are rooted in a patriarchic context. How can we tell the difference between genuine religious aspects and cultural ones? And are there genuine religious aspects which are neither cultural nor can they be touched in terms of an adaption into modern times? Since you and I surely aim for some insights in those questions. I am more than delighted to welcome our two distinguished speakers who are capable of unraveling the branches when it comes to the question of counterbalancing, counterbalancing religious feminism between progressive change and traditional understanding of religion. We will have a lecture by both our speakers, and afterwards, you will have the chance to have a discussion. Susanne Heschel is professor of Jewish studies at Dartmouth College and the author and editor of numerous books and articles. She is a Guggenheim Fellow and a recipient of numerous grants and awards, including four honorary doctorates. She has been a visiting scholar at the University of Edinburgh, the University of Cape Town, and Princeton University. And also, Germany is familiar to her. She held a fellowship at the Wissenschaftskolleg in Berlin. She serves on the advisory board of the Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien in Berlin Brandenburg. And she was a visiting professor of Jewish religious philosophy at the University of Frankfurt. Her scholarship focuses on Jewish and Christian interactions in Germany during the 19th and 20th centuries, the history of biblical scholarship, and the history of anti Semitism. Her publications include Abraham Geiger and the Jewish Jesus, which won a National Jewish Book Award. With her book on being a Jewish feminist, she's also one of the first scholars to engage in a Jewish feminist perspective back in the 1980s. She wrote several further articles on Jewish feminism, such as Gender and Agency in Feminist Historiography of Jewish Identity and The Impact of Feminist Theory on Jewish Studies. Being a female scholar, she has always challenged the status quo and applied, therefore, at the rabbinical school in the Jewish Theological Seminary in New York, although she knew it did not ordain women at that time. Maybe they do so today because of her application back then. Please welcome with me Professor Heschel. Thank you. That was such a lovely introduction. I appreciate it. And it's great to be here. It's always great to be back in Berlin. Uh, I will speak in English. And you know, if I'm speaking too quickly, because I'm from New York, just signal me, OK? <laughs> now, let me begin by making a few basic points. First of all, all religions that I know of favor men. And men have the power. And this comes across in the narratives of religious texts, in the religious practice, in the people of authority who present and interpret those narratives and laws. Now, as you know, we continue to debate a question, both in religious communities and secular communities, about what we want for feminism. Do we want laws that guarantee equality of men and women? or do we want laws that protect the differences between men and women so while we've debated that point for many decades we've also come to realize <laughs> we've come to realize that actually speaking only of two genders male and female is a mistake because these genders are not sharply distinct but quite fluid Thanks to the movements that have been launched by transgender, bisexual, and queer people, we have a more complex understanding of what it means to be a human being. Within Judaism, we have binaries distinguishing male and female, but we also have considerable recognition of those who do not fit either category comfortably. This recognition in rabbinic literature includes those whose gender markers are physically fluid and those whose social status does not fit the central categories, such as married versus unmarried. Indeed, we find that Judaism grants far more freedom from Jewish rabbinic control to those who stand outside the fixed categories. So, a woman who is unmarried. And not living in the home of her father, for example, has social and economic freedom under Jewish law that is not permitted to those who live either in the home of a father or in the home of a husband. Here's another issue. Given the gender binaries of the Hebrew language, we're still trying to figure out how transgender Jews will find the language to pray. At the same time, we also recognize that the collective body of Jews is presented in both male and female metaphors, speaking to God, who is also addressed as both male and female. Now, the question of whether law should regulate equality or protect difference is as complicated in Jewish law as it is in American law, state law. Americans ask, for example, if women need to meet the same physical requirements as men when they join the Marines. Sure, what that is? The Army. Yeah. Should we have laws mandating equal treatment of men and women in the workplace, or should we have special protections for women? For example, maternity leave, private rooms for nursing mothers, flexible work hours for women with children. And then we ask, should women who study in rabbinical schools be expected to pray in the same way as men? F wearing phylacteries and uh, tzitzit, fringes, and tefillin, phylacteries, a kippah, a talit. Yeah? And by the way, the answer is yes. So when women enter rabbinical school, they are expected to become religious like men. Which implies that all the religious women who were Jewish for the last 3,000 years really weren't religious. Do you understand? Is that clear? Yes, I hope. Okay. So in Judaism, we have no equality of men and women. A man acquires a wife and a man grants a divorce, or he refuses, leaving her chained to him. An aguna is the Hebrew word. In the early Middle Ages, some Jewish women converted to Islam in order to obtain a divorce. Living within a Muslim world, the rabbis ultimately had to liberalize Jewish divorce law to retain Jewish women. Now, what makes someone a Jew? A Jew is born of a Jewish mother or converts to Judaism. Jewish identity is carved into the flesh of men through circumcision. What about women? My colleague Avital Eshed suggests that the blood of breaking the hymen, of losing virginity, is the equivalent for women of circumcision. Thus, metaphorically, Jewish women become Jewish with their first sexual intercourse with a circumcised man after they marry him. <laughs> it's good, huh? Gut, <laughs> va berlin thus <laughs> judaism of course does not fetishize virginity the way christianity does i suspect that when early christians abandoned circumcision they ultimately turned instead to virginity as a central signifier now, the primary focus of Jewish feminists has been on Jewish laws that exempt women from certain religious requirements, such as praying three times a day. Should we view such laws as excluding women from equality or as offering special protections to women? For example, women are not required to pray at a specific hour, although they're permitted, of course. The rationale is that women have primary responsibility for their children. So, how can I concentrate on my morning prayers when my baby is crying? That's the idea. Yet, those exemptions for women, and remember, these are exemptions, these are not laws forbidding women from praying. These exemptions assume that all women at all times have small babies to take care of. And the exemptions lead to consequences. If I am exempt, as Jewish law mandates, from commandments that must be performed at a particular time, I lose the privilege. That is, women are forbidden from leading the community of men and women in formal prayer. Even when groups of women pray together, they're not supposed to say those prayers, such as Kaddish, Kadusha, the repetition of the Amida. That are mandated for a minion, that is, the quorum of 10 men for communal prayer. So, if you're not commanded, you cannot lead others. That principle that women are exempt from time bound positive commandments is a crucial obstacle within rabbinic law to women's full equality. Does it protect us, as the rabbis claim, or does it demean us? Now, as we all know, movements to liberalize religion have been underway for many centuries. The Protestant Reformation was followed in Judaism by a decline in the authority of the rabbis, the emergence of a secular sphere, the intellectual revolutions of science, philosophy, and historicism. Ultimately, new Jewish religious movements emerged Reform Judaism, Conservative Judaism, Reconstructionist Judaism, as efforts to create a liberal religious Judaism. Most of these developed here in Germany during the late 18th and 19th centuries. And they were influenced by Protestantism. How? <laughs> Rabbis started giving long sermons every week. They wore long black robes and a befschen. They played the organ in the synagogue. Prayers were sung using German melodies. Protestantism was a movement to make Christianity rational, and so was Reform Judaism. Slowly, over 200 years, these liberal movements began to accept women in positions of authority. And starting in the 1970s in the United States, women were ordained as rabbis, as also ministers, Protestant ministers. We now have women rabbis in all denominations, including Orthodox Judaism. Although there are still pockets of passionate opposition to women rabbis. But all elements within Judaism today, from liberal to the most conservative and ultra orthodox, are confronting the feminist movement. The most dramatic change in 20th century Judaism has come from the women's movement. Initially, we focused on equality in the synagogue women becoming rabbis, women having a bat mitzvah, women sharing with men equally and leading the prayers. Changes came rapidly. Women were ordained rabbis in Reform and Reconstructionist movement in the 1970s, a conservative movement in 1983, Jewish renewal movement in the 1990s, and just in the last few years in the Orthodox community. By now, equality for women with men exists in most non-Orthodox synagogues in the United States. And so the most salient distinction between one synagogue and another is not. What precisely is believed about God and Torah, but where the women sit, whether women may lead the service, whether women may preach a sermon, run the community, and whether the prayers speak of the matriarchs of the Bible as well as the patriarchs. The measure of an Orthodox versus an ultra-Orthodox synagogue is how high the mechitza, that is, the curtain separating men and women, is raised. And however high the curtain, the service is led by men in the men's section of the synagogue. The justification for the separation is that women supposedly distract men during prayer. Instead of focusing on God, we are told that men will think about women. On the other hand, <laughs> you know, can I just. Just, just tell you something one thing just a pause from this this is such nonsense because in the most ultra 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 orthodox synagogues where women are, are don't even they don't even have a place for women at all no balcony no curtain and nothing they don't go that's it only for men in hasidism they publish pamphlets to advise men on what to do with Mahshawodzaod, with strange foreign sexual thoughts that come into the mind at prayer. In other words, it doesn't matter if women don't even exist. Wipe them out. And they still have it. So what does it, you see, has nothing to do with women, that's the point. It's a fetish. Okay, fine. Okay. On the other hand, on the other hand, we also hear feminist justifications for the separation. Women who say, when women sit together, separated in the synagogue, they form a sense of community and even feel empowered. A similar question is asked about prayer. So, should we as feminists address God as He? Or should we address God as She? Or should we think of God as neither male nor female, but as the breath of life, as some people have suggested? But you remember the wise words of Mary Daly. If God is male, then the male is God. We have had an active Jewish feminist movement now for nearly 50 years, and a major project has been writing feminist commentaries on the Bible, the Talmud, and other works, such as the Passover Haggadah, and recovering the history of Jewish women. In addition, women have created new religious practices, celebrations of women's experiences, such as giving birth, for which there is no prayer in Judaism. Putting an orange on the Seder plate, I hope you know about that, out of solidarity with lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer Jews. And sadly, I would say a lot of these innovations have not yet come to Europe. But what is the ultimate outcome? We are Jewish feminists, but have we created a feminist Judaism? Most of our work has been oriented to uncovering and deconstructing the sexism within Judaism that grants men power over women and that defines women in narrow and confining ways there are some texts that may be little known today but nonetheless reflect and reinforce the sexism i think for example of the book of numbers uh, in the bible chapter 5 which talks about the sota when a woman is suspected by her husband of having committed adultery he takes her to the priest and the priest undoes her hair and opens her shirt and exposes her what is this sexual assault it's pimping. I conclude, okay. Another issue the house of prayer, the house of study, as exclusively male domains for the last 3,000 years. The love of men for a male God suggests that we should learn something about the homoerotic ethos dominating Judaism. And that leaves us asking if there is room also for lesbian or heteroerotic religiosity in Judaism. As feminists, we've spent most of our time engaged in critique and less time thinking about the kind of Judaism we want to create. And there's several reasons. Most women or most feminists who are unsure of what constitutes women's experience that Judaism is supposed to reflect and support many women are so alienated by judaism sexism they withdraw altogether and there are still many women who accept ultra orthodox communities with their very harsh restrictions on women's clothing intellectual horizons religious participation and sexual freedom and always with the threat of expulsion from the community for any violations of the religious laws and expulsion means expulsion also from family Indeed, the rise of fundamentalist religious movements around the world in recent years base themselves on intellectual confinement and harsh control of women's minds and bodies. Why does this appeal to some people? The ultra orthodox world creates an erotic passion of religiosity that perhaps is missing in the dry, rational framework of liberalism. Are liberal feminist politics able to generate erotic passion as well in a feminist Judaism? That's our question. Now, the separation of women from men in the synagogue during prayers brings us to the important issue of human dignity in Judaism. And I want to say a few words about how that intersects with women's rights. Human dignity, of course, is the basis for human rights, as it's stated in the Universal Declaration of Human Rights, I'm sure everybody is familiar. Can women have rights without dignity? Or dignity without rights? So, now let me turn for a moment to Jewish understandings of dignity and how it's created. The Hebrew word kavod can be translated three ways dignity, honor, and glory. The glory of God, kvodashem, the glory of God. Each carries a different nuance. Honor is a social construct. Honor is correlated to wealth, to power, to social status. When honor is violated, the response is vengeance. When dignity is violated, vengeance only further weakens the dignity. Dignity is not restored through vengeance. So, those who seek to undermine my dignity through acts of shaming ultimately destroy their own dignity. And I would argue that shame is the opposite of dignity. Glory is an attribute of God, but it is, by the way, a biblical expression that's been lost in secular modern Hebrew. Dignity is established in Judaism in two ways. First, all human beings are created in the image of God, so that all human beings, regardless of gender, age, skin color, economic status, possess a dignity that transcends all other social factors. But there's a second way to create human dignity in Judaism. I will want to illustrate this with a story about Immanuel Kant. When Kant was lying on his deathbed, surrounded by his friends, he heard that his doctor had just arrived to visit, and he wanted to get up to greet his doctor, and his friends said, "No, no, stay, rest. Keep your strength." And Kant said, "The feeling of human dignity has not yet left me." So to greet his doctor to give his doctor dignity, that was also, for Kant, his dignity. So, dignity, in other words, is created, performed, enacted, and conveyed. And this is precisely how dignity is understood in Judaism. My dignity is created when I convey dignity to other people. So, for example, Judaism has strict laws about how to treat a corpse with respect, male and female. The body is washed. Covered, never left alone, but always accompanied by someone who recites psalms until the time of burial. Now, of course, a corpse doesn't know how it is being treated. The purpose of conveying dignity to a corpse is to create dignity in oneself. I become a person imbued with dignity because I convey dignity to another person. Moreover, the dignity of others is. Supposed to be considered as important as one's own, it says in the Mishnah, "Let the honor of your fellow human being be as precious to you as your own." Honor is also a feminist issue. The Talmud has an important phrase: "All may be called to the Torah as part of the seven to say a prayer, including women, but for the sake of the honor of the congregation, kavod hadsibur." Again, that word kavod, women are not called. On the basis of this statement, women are excluded from much of Jewish religious life. But what does honor mean in this context? Does honor change over time? Is it a sociological category or a theological category? And why is the Talmud concerned with the honor of men? What about the honor of women? Now, the opposite of dignity is shame, and we should recognize its power even in a private context all of us adults can remember viscerally the feeling of shame from childhood the staying power of shame is far greater than that of dignity indeed jewish law makes a point of insisting that crucial moments of transition marriage and death should not be marked with a recognition of wealth. So, for example, all Jews are buried in a simple pine coffin. No woman may wear jewelry at her wedding. The principle is that wealth should not be displayed, or the poor will feel shamed. So, maintaining the dignity of others means do not shame another person. In fact, yeah. In the Mishnah, it says the bride must be told she's beautiful, even if she is not, again, to avoid shaming her. One may even lie to avoid shaming. And here I want to just mention a decision that I think is very important from Rav Ovadia Yosef, who died a few years ago, but who was the chief Sephardic rabbi in Israel and a very deeply learned expert in Jewish law. Believe me, he was no feminist. He said things about women that were terrible, but he also came to a conclusion. That is very important, and because he said it, it carries weight. Here is the story A woman came to the rabbi, and she had a problem. She was pregnant, but she had, before her marriage, she had not been religious, and she had had an abortion. She didn't tell her husband about it. And now she was pregnant, and she was worried that if the child was a boy, her husband would say the blessings of for pidiona ben for the firstborn son of her womb and it would be an error because she had had an abortion and to say a prayer in error is brachalavatala that's a, it's a, you cannot say a prayer that's meaningless yeah? if it's a prayer for the first child then but not for the second okay but she wanted to conceal the abortion from her husband she didn't want the community to know it was shaming and rabbi Avadya yosef ruled that the pidyon ben the special ceremony should take place nonetheless with all the blessings in order to prevent the woman from public shaming and he wrote gadol lota great is human dignity because it overrides a negative precept of the torah not to have an abortion more important not to shame so, to preserve someone from shame takes precedence over all the negative laws of the Torah, including abortion. Of course, the larger question is how we might remove the sense of being shamed in the first place. But here's the problem we can ask why do people shame others? While affirming the dignity of another person brings me dignity, what does it accomplish for me to shame another person? What is the nature of that pleasure of shaming, of that pseudo self affirmation? I'll give you an example. I think of Vienna after the Anschluss, where I had a lot of family. Nazis taking Orthodox rabbis with beards to wash the streets on the ground, while the neighbors, the Gentile neighbors, stood around mocking the Jews. The public degradation of Jews by the Nazis is one thing. This is what Nazis do, okay. But how do we understand the sadistic pleasure of those Viennese Gentiles who stood around mocking the Jews? How does a person who mocks others restore his or her own dignity? Now, to feel shamed is awful. And in fact, the Talmud says to shame a person in public is tantamount to murder. So, to feel shamed is awful, but that dignity can be restored far more easily than the dignity of someone who humiliates others and mocks others. So, we ask are women shamed in Judaism by the power that's granted to men? There's far greater concern expressed about not shaming the poor than about not shaming women. Women's honor. Is focused on the physical body. To uncover a woman's body is to shame her. To deny her equality in the synagogue or deny her the right to study is not considered shaming her. A last word about the modern period. Honor and dignity assumed particular importance in the Zionist movement's effort to overcome the absence of political self rule and the persecutions and suffering of living in the diaspora. Zionists First, asserted that Jewish life in diaspora had been humiliating to Jewish men. The result not only of not having political autonomy, but also the result of piety and study rather than physical exertion and military prowess. Zionists then presented their movement as overcoming the shame and humiliation of diaspora, with the state of Israel charged with protecting the Jewish collective. The Israeli legal scholar, Orit Kamir, calls attention to the centrality of personal masculine honor in Theodor Herzl's political Zionism, and by contrast, the emphasis on the dignity of the Jewish collective by Achad Ha'am, the cultural Zionist. who. Still the focus of Zionism was on helping Jewish men, not Jewish women. And the concept of the state itself was presented as masculine in Zionist thought, including with Theodore Herzl. Now, although Zionism is secular, it made concessions to religious authorities. The state of Israel does not have a constitution, but it does have a set of basic laws that function similarly. Those basic laws affirm the dignity and freedom of man. Equality, however, was omitted as a concession to the Jewish religious political parties and the rabbinic leadership. Because they insisted that equality of men and women is unacceptable in Judaism as a religion. Without equality, we do not have human rights, rights for the individual. But on the other hand, Israel was one of the first countries to make sexual harassment, for example, a criminal offense. Dignity forms the foundation for human rights. But without rights, can we still possess dignity? Are human rights compatible with religion? The question is whether dignity can exist in a situation of inequality. If women are subordinated to men by religious law, can women possess human dignity? I would say no. So long as women have to follow laws established by men, adjudicated by male judges, and serving the interests of men, for instance, protecting men from distraction at prayer, but not protecting women, there is no equality. But then we ask finally, why do so many women prefer religious forms that limit and oppress our rights and seem to violate our dignity? And here I think we have to think about religion the way we understand sexuality. Both are premised on desire. Lust for sexual satisfaction may take various forms, including fetishism, sadism, masochism, and so forth. And religious passion is similar expressions. Some take pleasure in the kinds of fetishes, fetishes offered by religion. Others desire a religious experience that is masochistic. Liberal reforms, rules that demand we express consent at every step in the sexual encounter, are morally correct, as are religious changes allowing women to be rabbis, priests, and imams however there's a deeper level of irrational passion in both sex and religion that survives efforts to extinguish or at least regulate it theorists such as franz fanon edward said and anne laura stoller have pointed to the erotic nature of racial and colonial oppression and feminist theorists similarly call our attention to the politics of our sexuality today we insist on consent is that possible in a patriarchal society? The legal scholar Catherine McKinnon argues that sex under male supremacy might well be so gender marked that it carries dominance and submission with it, no matter the gender of its participants. We have a similar problem with religion laws can be changed and texts can be reinterpreted to create equality of roles and gender. Yet, can we eliminate the religious desire that carries a wish, a wish for dominance and submission, often in a repetition complex, <clears throat> both in our relation to other people and to God? After all, even as feminists demand equality of religious roles, many women are choosing ultra orthodox forms of piety that deny women's rights. We may criticize their choice. But a feminism that ignores the politics of desire is a feminism with little to say about the injustices of exclusion and misrecognition suffered by the women who arguably need feminism the most. Perhaps we might take note of what Andrea Long Chu writes about transgender experience. She writes, transgender experience expresses not the truth of an identity, but the force of a desire. Being trans, she says, is a matter not of, what, of who one is, but of what one wants. Chu insists that nothing good comes of forcing desire to conform to political principles, including desire for the very things that are the symptoms of women's oppression. We must have the force of law that prohibits sexual assault and harassment, but we ultimately need to eliminate the desire to attack and demean women. Feminist theologians should take note and understand that a liberal political critique of religion cannot overcome women's oppression until we address the erotic desire and gratification at the heart of some people's religiosity. Thank you. Thank you very much, Professor Herschel, for your excellent talk that uh, pointed out the obstacles within rabbinic law that exempt women from time bound commandments and for illuminating on the fact that feminism is indeed related to the concept of human dignity in Judaism. So, let us continue this conversation by introducing Professor Katayun Amipur. After being the first professor for Islamic studies at the University of Hamburg, she has just recently attained the chair for Islamic studies with a focus on Iran and Shiism at the University of Cologne. Before that, she held chairs at the University in Berlin, the University in Bamberg, and the University for Philosophy in Munich. She published numerous books on different issues, such as De Islam am Wendepunkt, Liberale und konservative Reformer einer Weltreligion, where she discusses the, the question whether Islam and modernity can be reconciled and portrays, therefore, modern exegetes and their interesting views on different topics such as democracy and Sharia, Islam in Europe, and women's rights. In her book, New Thinking in Islam The Jihad for Freedom, Democracy, and Women's Rights, she reveals powerful yet lesser known traditions of inquiry and dissent within Islam. And she introduces key thinkers and activists like Amina Wadud, an American feminist activist who was the first woman to lead the gender mixed Friday prayer. Professor Amipo is also very well known for her journalistic publications in the German media, such as Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung, Taz, and Die Zeit. With her contributions on Islam in Germany, she's not only shaping the current discourse, but she's a critical voice when it comes to unveiling stereotypes of Muslims in Germany. Professor Amipur, the floor is yours. Thank you very much, dear Hafsa, for this very kind introduction, and thank you for having me here at the Jewish Museum. I will actually talk and continue in German now, as my German is much more fluent than my English, and I know that Susanna knows. German very good. We did co teaching in Dartmouth College four years ago, gender and women in Islam and Judaism. And whenever I didn't find the right word for something, she flipped in and, and she knew it. And I was always astonished of how wonderful a German is. <laughs> so this is why I think I can do it in German now. And I would gerne begin. Mit dem, was Susanna angesprochen hat in ihrer Lecture, nämlich ihre Aussage „All religions favor men“ alle Religionen ähm, bevorzugen Männer. Man könnte kaum sagen, dass das für den Islam nicht stimmen würde. Auch da gilt es diese Aussage wohl ganz eindeutig zu unterschreiben. Das sehen wir in sehr vielen rechtlichen Bestimmungen. Das sehen wir vor allem auch in dem, was angesprochen wurde auf dem Flyer oder auf der Ankündigung des Jüdischen Museums zu diesem Vortrag, diesen Vorträgen heute Abend, zum Beispiel in den religiösen Ämtern. Und ich möchte gleich beginnen mit diesen religiösen Ämtern, weil ich es nämlich sehr interessant fand, wie diese Veranstaltung heute angekündigt wurde, was die drei wichtigsten Fragen waren, die hier aufgerissen wurden. Nämlich, wie gehen Frauen um im Islam, im Judentum mit der Tatsache, dass sie benachteiligt werden in den religiösen Ämtern? Erstens, zweitens im Scheidungsrecht und drittens beim Zeugnis vor Gericht. Interessant fand ich vor allem die Reihenfolge. Und das bringt mich zu dem, was Hafsa eben schon angesprochen hat, nämlich Amina Wadud. Amina Wadud ist eine Afroamerikanerin, ähm, geboren 1946, glaube ich, als Mary Teasley, dann irgendwann zuerst zum Buddhismus konvertiert, weil sie auf der Suche war, dann irgendwann wurde sie, wie sie sagte, mehr oder minder aus Zufall Muslimin. Man konnte ja mal gucken. Und Je länger sie sich dann aber beschäftigte mit dem Islam, fand sie tatsächlich den Gleichheitsgedanken dort ausformuliert. Gerade als Afroamerikanerin, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der Islam hat in der Tat eine hohe Anziehungskraft auf Afroamerikaner gehabt in Islam. Zum Teil wurden sie enttäuscht in ihren Erwartungen, weil es dann doch nicht so gleich zugeht, wie man sich erhofft. Aber es ist jedenfalls ein, ein Faktum, dass gerade für Afroamerikaner da eine hohe Anziehungskraft bestand. So auch bei Amina Wadud, die dann sagte, je mehr sie sich dann wirklich mit der Religion beschäftigte, mit dem Koran beschäftigte, desto eher fand sie sich in der Tat wieder in ihrem Bestreben nach Gleichheit, nach Gleichberechtigung. Sie studierte sehr lange, sie ging dann nach Kairo, wurde irgendwann ähm, Professorin für Islamic Studies, schrieb ein sehr, sehr bekanntes Buch, Koran and Women. Dort geht sie hin und interpretiert fast als erste Frau in der islamischen Geschichte den Koran selber. Das haben wir nicht besonders häufig gehabt. Inzwischen gibt es das etwas, etwas häufiger, aber bis dato gab es das nicht. Das Buch ist übersetzt worden ins arabische, türkische, hat sehr viel Einfluss gehabt. Aber dafür ist sie gar nicht bekannt geworden, was sehr schade ist, weil das wirklich ein bahnbrechendes Werk ist, was viele Musliminnen sehr beeinflusst hat. Bekannt geworden ist sie für die Tatsache, dass sie Anfang der 90er Jahre ähm, als mehr oder minder erste Frau eine Diskussion ins Rollen gebracht hat und dann eben auch in Aktion getreten ist mit, einem, mit dem Vorbeten als Frau vor einer gemischten Kongregation in New York. Das sollte zuerst in einer Moschee passieren, konnte dann dort nicht passieren, weil es ähm, Morddrohungen gab. Dann ist man in ein Museum gegangen, glaube ich, wo das Ganze vonstatten ging. Und sie hat dann tatsächlich unter Polizeischutz quasi als. Erste Frau sehr öffentlichkeitswirksam als Vorbeterin ein Gebet geleitet vor Männern und Frauen eben. Susanne hat es eben angesprochen. Im Judentum ist es so, Frauen dürfen nicht mal anwesend sein. man could be distracted. Das ist genau der Grund offiziell, warum äh, das im Islam eben auch nicht sein soll, dass Frauen vor Männern beten. Sie könnten ja abgelenkt werden, speziell bei bestimmten. Sie wissen im Islam die speziell auch die Prostration. Ähm, und dementsprechend sollen Frauen das nicht tun. Es gibt auch einige Koranverse, die das vermeintlich verbieten, nämlich den Koranvers, der da sagt, die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie vor diesen ausgezeichnet hat. So würde er wörtlich heißen, man kann ihn auch anders interpretieren, aber man interpretiert ihn eben auch oft in diesem Kontext, dass genau deswegen Frauen nicht vorbeten dürfen. Nun, was interessanterweise geschah, diese... Afroamerikanische Muslimin leitete das Gebet und es gab eine Riesendiskussion weltweit. Natürlich in den Vereinigten Staaten, aber sie ging sogar bis nach Ägypten. Also auch in Ägypten gingen Autoritäten hin, die einen sagten: eigentlich ist das durchaus in Ordnung. Warum denn nicht? Natürlich können Frauen eigentlich auch vor Männern beten. Andere sagten: das geht auf keinen Fall, aus den und den Gründen. Wieder andere sagten eben, ja das geht nicht, weil dann schaut man ja der Frau automatisch auf den Po. Daraufhin sagte ein ägyptischer Intellektueller, also wer eine Frau auf den Po gucken möchte, der möchte bitte in den Nachtclub gehen und nicht in eine Moschee. Das ist nun wirklich nicht kein, kein Argument, was hier zählen kann. Das war Nasser Hamid Abuseid, der sich da sehr ähm, forsch zu Wort gemeldet hat. Aber es wurde eben hin und her diskutiert und war ein ziemlich großer Aufschrei, sogar eben in der islamischen Welt. Bis dann, und da will ich hinau, darauf will ich hinaus, deswegen mein langer Diskurs, bis dann irgendjemand mal sagte: Leute, das ist doch wirklich ein absoluter Diaspora-Diskurs. Das interessiert doch eigentlich die Frauen in der islamischen Welt nicht. Das sind nicht unsere Probleme, ob wir nun vorbeten oder nicht vorbeten. Das ist quasi ein Elitendiskurs, ein Luxusdiskurs. Damit können sich die Amerikaner beschäftigen und die Deutschen beschäftigen und die Engländer beschäftigen, wo die Frauen nämlich schon alle Rechte haben, wo sie ansonsten durch ein säkulares Recht geschützt sind, wo sie sich zum Beispiel scheiden lassen dürfen, wo ihr Zeugnis vor Gericht genauso viel zählt wie das eines Mannes, weil sie eben in einem säkularen Rechtsstaat leben und nicht unter islamischem Recht. Und das fand ich, oder das Beispiel finde ich einfach sehr anschaulich und zeigt sehr deutlich, was wir nun eben doch zum Teil für abgehobene Diskussionen führen. Natürlich ist das ein Thema und natürlich hat das was ähm, zu tun mit, mit menschlicher Würde, mit dem Streben von Frauen nach Gleichberechtigung innerhalb ihrer, ihrer Religion. Aber es ist halt wirklich auch ein Diskurs, der sehr, sehr beschränkt ist auf einen ganz bestimmten Ort. Und in dem Fall nun tatsächlich in der Tat auf die USA eigentlich. Also ganz offensichtlich ist es vor allem unter Musliminnen in den USA ein Thema gewesen. Denn hier in Deutschland hat man sich an dieses Thema noch kaum rangetraut. Es gibt in Deutschland gerade mal zwei Damen, Vielleicht noch mehr von denen ich nicht weiß, aber es gibt zwei, die man so gemeinhin als Schecher oder als Imam Min oder sowas ähnliches bezeichnet: Halima Krausen in Hamburg und ähm, Rabea Müller in Köln, für die das zutrifft, dass ab und zu mal die Diskussion aufkommt, also die sich die Frage stellen, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Rabea Müller ist im Vorstand des Liberal-Islamischen Bundes, sie macht das von Zeit zu Zeit. Halima Krausen, die eine sehr theologisch fundiert denkende Person ist, hat sich das lange Jahre überlegt und hat dann irgendwann gesagt, sie macht es nicht, weil es zu viel Unruhe in die Gemeinde bringt. Weil sie sagt, was soll das, dass wir hier eher streiten, eher etwas auseinanderdividieren, wo wir doch eigentlich als Gemeinde zusammenstehen müssen. Als quasi muslimische Gemeinde gegenüber einer nicht muslimischen deutschen Öffentlichkeit, die sich so fand sie dann quasi daran labt, dass man solche innerislamischen Differenzen nach außen trägt. Und das war ist mit der Grund, warum das hier in Deutschland gar nicht großartig diskutiert wird, warum man dann auch in diesem Diaspora-Kontext wieder sagt: Nun, vielleicht haben wir auch hier erstmal andere Probleme zu lösen. Denn theologisch begründen das für oder das wieder Lässt sich natürlich, wie man so ziemlich alles theologisch im Islam begründen kann, mit dem Für und dem Wider, ob man es darf oder ob man, ob man es nicht darf. Aber insofern sind vielleicht gerade die Kontexte von solchen Diskussionen immer noch sehr viel entscheidender als das eigentliche Thema einer Diskussion. Als sehr viel entscheidender meiner Ansicht nach würde ich dann Punkt 2 und 3 auf der Liste sehen für Musliminnen in der islamischen Welt entscheidender. Dort allerdings natürlich auch nur wieder in den Ländern, in denen quasi islamisches Recht gilt. Wundervolles Beispiel dafür ist nicht nur, weil ich jetzt den Chair für Iranian Studies habe, sondern weil es einfach ein Land ist, wo nun mal islamisches Recht quasi gilt, ist die Islamische Republik Iran. In Iran kann man sich als Frau quasi nicht scheiden lassen. Außer man hat vorher einen Ehevertrag abgeschlossen, den der Mann allerdings unterschreiben muss und wo er in dieses Scheidungsrecht einwilligen muss, wo er also der Frau das Recht gibt, sich scheiden zu lassen. Nun kann man diese Möglichkeit als Frau wählen, aber es ist in dem Sinne natürlich kein gottgegebenes Recht oder naturgegebenes Recht oder ein staatlich gegebenes Gesetz, sondern das, was der Mann einem gibt. Abgesehen von zehn Punkten, von zehn Gründen, aus denen man sich sowieso scheiden lassen kann in einem solch islamisch konstituierten Land wie Iran, nämlich bei Drogensucht des Mannes, bei Impotenz des Mannes, wenn der Mann länger als drei Monate weg ist, das sind die Fälle, wo es, wo es denn noch tatsächlich geht. Und dieses Scheidungsthema ist, würde ich behaupten, für alle Frauen, die für ihre Rechte streiten in Iran, das, was ganz oben auf der Agenda steht, was die allererste Priorität hat. Denn selbst wenn sie es schaffen, sich scheiden zu lassen aus einem dieser Gründe oder weil sie sich einfach freikaufen, was auch noch eine traditionelle islamische Möglichkeit ist, sich scheiden zu lassen, dann bekommen sie garantiert nicht das Sorgerecht für ihre Kinder. Das Sorgerecht für die Kinder bekommt quasi immer automatisch der Mann ab einem bestimmten Alter. Und wann immer ich mit Frauen gesprochen habe in Iran über feministische Bestrebungen, über das, was natürlich alle immer fragen, wenn sie nach Iran kommen, nämlich ist es nicht nervig, ein Kopftuch tragen zu müssen, dann haben sie mir gesagt, das ist wirklich nicht unser Problem und das ist euer Blick auf uns. Unser Problem ist genau dieses Scheidungsrecht und wenn sich das ändert, dann würden wir sogar irgendwann unseren Frieden machen mit dem Kopftuch und mit allem möglichen anderen. Aber das sind die zentralen Dinge und da guckt ihr. Westler viel zu wenig drauf. Und genau das sehen sie auch das, was ihre, als das, was ihre menschliche Würde angreift, wo sie sagen, das kann eigentlich auch nicht islamisch sein, weil es meine Würde nicht respektiert und weil es ungerecht ist. Und das ist in diesem islamischen Kontext mit das wichtigste und zentralste Argument, wenn Frauenrechtlerinnen religiöse Gesetze beklagen, die sie benachteiligen. Dass sie sagen, vor allem im schiitischen Islam ist das der Fall, dass wenn Gott ein Attribut hat, wenn er etwas auf jeden Fall ist, dann gerecht. Er ist eben nicht der... Also ist er natürlich auch, aber nicht so wie im Christentum, der, der barmherzige Gott, sondern er ist in allererster Linie der gerechte Gott. Und es kann nicht sein, dass Gott dem einen Geschöpf Ungerechtigkeit widerfahren lässt und dem anderen, dem Manne, eben nicht. Das ist das zentralste Argument für das Eintreten ähm, vor Gericht, wenn es um Fragen geht wie das Sorgerecht, wie das Sorgerecht der Kinder. Und es ist das zentrale Argument, wenn es um den Kampf von Frauen dafür geht, das war der dritte Punkt auf der, auf der Liste, das Zeugnis vor Gericht. Nach in Iran geltendem Recht, das sich islamisch zurückführen lässt oder sich islamisch nennt, ist das Zeugnis einer Frau vor Gericht nur halb so viel wert wie das eines Mannes. Zum Beispiel betrifft das, wenn es einen Unter un Autounfall gibt, den... Jemand, der einen Mann sieht und eine Frau sieht, dann zählt eben ihr Zeugnis nur halb so viel. Oder bei einer Eheschließung, die bezeugt werden muss, dann sitzen da zwei Frauen und für den einen Mann, der die Eheschließung mit ähm, bezeugt. Das wird natürlich von vielen Frauen als ungerecht wahrgenommen und als ihre Würde verletzend. Interessant ist aber bei der Rechtsprechung der Islamischen Republik zum Beispiel Folgendes. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die Islamische Republik Iran hat Vertreter der in Iran lebenden religiösen Minderheiten im Parlament. Also sprich, es gibt assyrische Christen in Iran, die haben einen Vertreter, es gibt armenische Christen in Iran, die haben einen Vertreter, und es gibt ähm, die größte jüdische Gemeinde des Nahen Ostens, außerhalb Israels natürlich, in Iran, die haben auch einen Vertreter im Parlament, und die Zoroastrier, die Baha'is, die die größte, nur das nur in Klammern, Religiöse Minderheit in Iran sind, haben keinen Vertreter, weil sie nicht als religiöse Minderheit gelten, weil sie verfolgt werden und eben nicht anerkannt sind. Nun ist es nach geltendem iranischen Recht so, dass ähm, es noch das sogenannte Blutgeld gibt, die ein im islamischen Recht verankerter ähm, Grundsatz, der besagt, dass wenn ich einen Menschen körperlich schädige, sei es indem ich einen Autounfall provoziere, indem ich irgendetwas anderes tue, dann kann die Familie ähm, von mir einen, eine finanzielle Entschädigung fördern. Diese Entschädigung betrug bis vor kurzem für einen Juden halb so viel wie für einen Muslim, für einen Christen halb so viel wie für einen Muslim und für einen Zoroastrier halb so viel für einen wie für einen Muslim. Und sie betrug und beträgt. Für eine Frau halb so viel wie für einen Mann. Wenn ich also einen Mann umfahre, zahle ich doppelt so viel wie eine Frau, wenn ich einen etc. Sie können sich dann runter durchbuchstabieren. Das war ein Punkt, wo sich die Vertreter der religiösen Minderheiten im iranischen Parlament zusammengeschlossen haben vor einigen Jahren. Sind ja nicht so viele, aber immerhin haben sie eine gewisse Manpower entwickelt und haben basierend auf dem islamischen Recht argumentiert, dass das doch letztlich ein ungerechtes Gesetz sei. Und dass ja nun schließlich auch das islamische Recht die Fortentwicklung des Rechts kenne, also den Ijtihad, ein Prinzip, das häufig angewendet wird. Dass also im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, sich das islamische Recht auch durchaus mal den Umständen, den Herrschenden, den Neuen anpassen muss. Das haben sie mit so viel Werf und mit so viel ähm, Power vertreten im Parlament und in den Medien, dass das Gesetz tatsächlich geändert wurde. Es ist also inzwischen so, dass, ist mal flapsig zu formulieren, ne? ein Muslim und ein Christ und ein Jude genauso viel kosten bei einem Unfall. Was glauben Sie, was nicht geändert wurde? Man könnte ja meinen, dass Frauen vielleicht doch eine ähnlich große Lobby sind. Also, selbst im iranischen Parlament gibt es einige Frauen. Und in der iranischen Bevölkerung gibt es auch durchaus eine sehr rege, sich artikulierende Frauenbewegung. Es gibt eine Emanzipationsbewegung. Es gibt viele Frauen, die auf diese Rechte hinweisen, die sagen, das geht so nicht. Das ist nicht mal islamisch, dass es so ist. Das entspricht nicht dem Geist Gottes, aber es passiert nichts. Und es wird abgebügelt und abgewiesen, eine solche Gesetzesvorlage mit dem Hinweis, das würde aber nun mal dem Islam widersprechen und das islamische Recht sei in dieser Frage nicht flexibel. Es sind aber nun immerhin schöne Beispiele, wann und wo islamisches Recht flexibel werden kann und, und, und wo dann, dann doch wieder nicht. Wir haben ähm, damals, als wir in Dartmouth waren, Susanna und ich und, und Co-Teaching gemacht haben, festgestellt, dass speziell im Judentum und im Islam ähm, sehr viele ähnliche Probleme sind. Also sehr viele Dinge, wo Frauen sich in ihrer Würde verletzt fühlen, wo, das, wo ihre Rechte, ihre gleichen Rechte eben nicht gewahrt sind. Und wir haben auch festgestellt, dass es ähm, interessanterweise sehr viele ähnliche Strategien gibt, wie Frauen versuchen, das zu überwinden, wie sie sich mit den eigenen aus ihrer Religion kommenden Argumenten dagegen zur Wehr setzen, was natürlich eigentlich immer eine oder einfach eine günstige Strategie ist. Man kann diese Strategie ablehnen und sagen, ich bin ein säkularer Mensch, ich möchte nicht so argumentieren. Aber wenn wir zum Beispiel wieder in Iran sind in iran kann man quasi nicht anders argumentieren man kann dort eigentlich nicht argumentieren und sagen ich möchte aber jetzt als frau gleiche rechte haben weil die allgemeine erklärung der menschenrechte mir das erlaubt dann werden sie abgebügelt mit dem argument das ist alles verwestlicht gerne auch immer mit die menschenrechte sind von zionisten erdacht um den islam zu zerstören das ist ein altersspruch von ayatollah khomeini also das ist schon mal eine ganz schlechte art und weise sich dazu da zu wort zu melden da wird man nicht gehört. deswegen haben islamische Feministinnen in Iran begonnen, islamisch zu argumentieren und eben zu sagen, das ist das islamisch verbriefte Recht, das ich hier habe und, ähm, und das, ich, das ich einfordere. Und da gibt es so, so einige Strategien und immer mal hat mich das ähm, in der Tat erinnert, auch daran, wie, wie ähm, jüdische Feministinnen ähm, argumentieren. Ein, ähm, eine Strategie ist, wenn man, ähm, wenn man so argumentieren möchte, sich zum Beispiel die Schöpfungssuche genauer anzugucken. Suche 4.1 im Koran ähm, sagt aus im arabischen Text: Gott schuf, das also ist im Deutschen leider schlecht nachzumachen, aber das Arabische ist da deutlich eher gender-neutral als, als das Deutsche, das ist gott schuf die nafs und daraus schuf er das ihr entsprechende andere teil da steht nichts von wer war zuerst war da zuerst der mann aus dem dann die frau geschaffen wurde da steht noch nicht mal ein aus ihm dass er ein aus ihm geschaffen wurde da steht nur es wurde x geschaffen und y geschaffen ungefähr also so steht es da natürlich nicht aber ähm, ungefähr so ähm, kann man sich das vorstellen dass es darin heißt. interessant ist dass das da zwar eigentlich so steht im arabischen Text, dass aber die meisten Übersetzungen dann in Klammern immer noch den Adam und die Eva dazufügen oder das aus ihm geschaffen. Also steht im arabischen Gott schuf X und dann schreibt irgendjemand in Klammern dahinter Adam und ähm, aus ihm schuf er dann Eva. Aber der arabische Text gibt es nicht her. Deswegen ist es natürlich eine ganz, ganz wichtige Strategie. Dass Frauen hingehen und selber anfangen, in den religiösen Seminaren zu lernen und sich selber als Exegeten zu betätigen. Amina Wadud ist eine gewesen, die das dann in den 90er Jahren in ihrem Buch *Iran äh, and Women* herausgearbeitet hat und die auf wahnsinnig großes Erstaunen gestoßen ist. Dabei ist es so wahnsinnig naheliegend und man kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum das so anders immer weiter kolportiert wurde. Also warum macht man in den Übersetzungen und in den Kommentaren eben auch, also es sind natürlich auch die ganzen Kommentare, die zu dem arabischen Text geschrieben wurden, seit Jahrhunderten, die aber verfasst worden sind von Männern, die dann erklären, ja, damit ist gemeint, es war der Mann und aus dem wurde eben die Frau geschaffen. Das hat angefangen mit äh, Shari im 9. Jahrhundert, ein persischer Exeget, der sehr stark durch Bibelexegese ähm, äh, äh, beeinflusst war. Und seitdem... Kann man vermutlich davon ausgehen, dass 95 Prozent aller Muslime denken, das sei so, und das ist so gedacht gewesen. Dementsprechend gibt es dann auch das sogenannte Rippenhadith, wie wir das immer nennen, das Rip Hadith. Das ist eine Überlieferung des Propheten Mohammed, die er gar nicht gesagt haben kann, von der aber wahrscheinlich noch mehr als 95 Prozent, nämlich 98 Prozent aller Muslime, denken, dass es stimmt, nämlich dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde. Wie gesagt, es ist ähm, so unlogisch, dass er das gesagt haben soll, dass es nicht gewesen sein kann. Aber es ist in den Mainstream-Islam eingegangen und es ist Mainstream-Gedankengut der allermeisten Muslime. Und dementsprechend ist, glaube ich, eine der wichtigsten Taktiken von Frauen, die für Gleichberechtigung streiten im Islam, Genau diese überlieferten Ansichten zu, zu dekonstruieren, sich selber dem Text zu widmen, selber Exegese zu betreiben ähm, und sich selber eben genau Originalschriften anzuschauen, das weiter zu vermitteln. Religiöse Bildung im Islam scheint mir somit essentiell. Insofern ist es eigentlich ein sehr sinnvoller Schritt, dass man hier in Deutschland islamische Theologie an Universitäten institutionalisiert hat vor einigen Jahren und dass hier durchaus etwas ausgehen könnte, auch von, von Deutschland. Ähnliches könnte man machen mit dem berühmten Vers, der da sagt, die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie vor diesen ausgezeichnet hat. Auch das lässt sich sehr einfach dekonstruieren, nämlich indem man auf den Kontext verweist, indem man darauf verweist, dass sich das nur auf bestimmte... Umstände bezieht und eben nicht auf dieses, ja, eine, eine, eine grundsätzliche Nicht-Ebenbürtigkeit von Mann und Frau. Und ich komme damit zu einer anderen Aussage von Susanna, die sie eben gemacht hat, nämlich, dass es ohne diese Gleichheit, Gleichberechtigung, keine Human Dignity geben kann oder umgekehrt, wie man sich denn denken kann, dass die Frau eine Würde habe ohne diese Gleichberechtigung. Denn auch das ist ja ein äh, im Islam genauso vorkommender Topos. Das heißt ja immer, die Frauen, Frauen und Männer haben dieselbe Art von Würde vor Gott. Sie sind gleich vor Gott. Sie haben eben nur andere Rechte. Aber es lässt sich eben in genau dem Sinne, wie wir das gerade fürs Judentum geführt, gehört haben, eigentlich nicht weiter und nicht zu Ende denken. Wenn sie dieselben Rechte nicht haben, dann können sie eigentlich nicht in derselben würdevollen Art und Weise gedacht werden. Und es widerspricht natürlich auch dem, was im Islam ja eigentlich für alle Menschen gilt. Der Mensch ist im Islam nicht wie im Christentum das Ebenbild Gottes, sondern er ist sein Stellvertreter, sein Khalifa. Aber das ist etwas, was für Männer und Frauen gleichermaßen gilt, nicht nur für den einen oder den anderen. Und auf solche Phänomene, auf solche Narrative pochend, da setzen islamische Feministinnen heute an, wenn sie für Gleichberechtigung und Gleichheit im, im Islam streiten wollen. Also zum einen auf den ganz zentralen Termini des Islams, die da sind, eben Würde, Khalifatullah, ähm, oder der Frage, wer der Souverän ist, wie Gott gedacht werden darf. Auch dazu gibt es sehr inter interessante Ansätze und Versuche. Dass eben nur Gott als souverän gedacht werden darf und dass er gar nicht als Mann gedacht werden kann. Also diese ganze Art und Weise, ihn als Patriarchen zu denken, auch das, was du eben geschildert hast, wenn male, dass man das eigentlich speziell auch im Sinne des vollkommen ähm, antianthromazistischen Weltbilds des Islams so nicht denken kann. Das sind. Ähm, Strategien innerhalb einer islamischen Emanzipationsbewegung, die sehr spannend sind, ähm, die, ja, was soll ich sagen, viel Verbreitung haben, wenig Verbreitung haben, es ist schwer zu sagen. Es gibt bestimmte Anzeichen dafür, äh, dass es gar nicht so ist, wie man dann denken mag. Also in den Rezensionen zu meinem Buch beispielsweise, wo ich Amina Badut beschrieben habe, stand dann immer drin, ja, mein Gott. Wer liest das denn? Wer liest denn diese tollen islamischen Aufklärer, solche Frauen wie Amina Wadud, die dann anfangen, das zu dekonstruieren und zu sagen, auch Männer und Frauen können im Islam gleich sein? Das kriegt doch kein Mensch mit. Das ist so nicht richtig. Amina Wadud war die mehr oder minder geistige Begründerin der größten Frauenbewegung in Malaysia. Die Sisters of Islam haben eine Millionen-Anhängerschaft. Die sind, in, sind hingegangen und haben tatsächlich mit ihrem Wirken Gesetze geändert. Und das ging zurück darauf, dass Ihnen mal jemand gesagt hat in einem Buch, hör mal, das steht da so nicht in dieser Suche. Also man kann schon sehr viele Anknüpfungspunkte finden. Wie sich das dann, dann weltweit niederschlägt, müssen Sie mal sagen, ich weiß es nicht. Andererseits bin ich, da ich mich ja mit Iran beschäftige, glaube ich, inzwischen zu. Optimismus erzogen worden oder so, weil es kann ja eigentlich nur besser werden in Bezug auf Iran. Und gerade in Iran sieht man natürlich sehr stark, dass wo so viel Druck, also so viel Restriktion besteht gegenüber Frauen, da entwickelt sich ein wahnsinniger Gegendruck. Also, es hat seinen Grund, warum dieser islamische Feminismus ursprünglich aus Iran kommt. Es hat auch seinen Grund, warum Iran inzwischen der erste post-islamische Staat, islamistische Staat ist. Es gibt einen iranischen Philosophen, der hat mal gesagt: der schiitische Islam war so tief verwurzelt im iranischen Volk, da brauchte es eine Revolution, um diese Wurzeln auszureißen. Das ist natürlich, wenn man sich das mal historisch längst betrachtet, sind, ist das, was man jetzt sieht eine Reaktion auf dieses sehr, sehr restriktive System. Und das sieht man eben in Iran ganz genau. In Iran sind 65 Prozent aller Studierenden Frauen. Es gibt an iranischen Universitäten genauso viele Frauen in den Professorenämtern wie, wie in, in deutschen. Die Scheidungsrate ist so hoch wie in Deutschland. Auch das wird ja immer so schön als ein Beispiel für neuen, neuen Mut, neues Bewusstsein von, von Frauen dargestellt. Also insofern denke ich, dass sich da innerhalb islamischer Konstruktionen, aber letztlich einfach dadurch, dass ähm, Frauen ihren Islam sowohl authentisch, aber eben auch frei und gleichberechtigt leben wollen, durchaus sehr viele Potenziale und sehr viele Möglichkeiten ergeben. Und das Beispiel Iran kann man dann wahrscheinlich, hoffe ich, auch übertragen auf Islam in anderen Ländern. Ich danke Ihnen sehr. and uh, I may also shift into german ähm, und ich möchte äh, meine erste frage an äh, sie professor vorstellen und ähm, und zwar haben sie jetzt äh, hier in ihrem vortrag ähm, sind sie vor allem darauf darauf eingegangen dass man geografisch und äh, lokal schauen muss welche gegebenheiten äh, einen feminismus motivieren und äh, was mich besonders interessieren würde ähm, ist eben jetzt, da wir uns in Deutschland befinden, der deutsche Kontext. Und zwar ähm, geht es mir um Ihre Einschätzung in Bezug auf muslimischen Feminismus in Deutschland. Äh, und zwar Ihre Einschätzung darauf, wie sich das Klima und der Diskurs, den wir gerade in Deutschland haben, auf ähm, einen muslimischen Feminismus unter deutschen Musliminnen tatsächlich auswirkt. Ja, die Frage an Sie. Und äh, da Sie ja. Perfectly fine folgen konnten werde ich auch an Sie die Frage auf Deutsch stellen und zwar haben Sie erwähnt dass sich Jüdinnen seit Jahrzehnten nun darum bemühen innerhalb ihren Platz innerhalb der Religion und ihrer Ausübung zu erkämpfen was wäre es denn dass muslimische Feministinnen nun von dieser jahrzehntelangen Erfahrung von ihren Mitstreiterinnen lernen könnten Ja, <laughs> genau. Also ich befürchte in der Tat, dass der gegenwärtige Diskurs in Deutschland nicht gerade zu einem Aufblühen einer feministischen Diskussionskultur unter Muslimen führt. Ich glaube, man macht da wirklich eher die Schotten dicht. Ähm, und denkt sich, wir können uns jetzt nicht auch noch irgendwelche Streitereien, Zwistigkeiten untereinander leisten. Wir werden so stark von außen angegriffen, da müssen wir quasi erstmal gemeinsam in, in einer Front uns gegen diese permanenten Anwürfe wehren. Denn das passiert ja automatisch, man verfällt ja automatisch in diesen apologetischen Diskurs. Ich merke es ja an mir selber. Ich bin, glaube ich, äh, ja, ziemlich fern davon, negative Dinge im, im Islam nicht, nicht zu sehen. Aber wenn man gesagt bekommt, ja, es ist, äh, der Muslim an sich kann ja nicht demokrat sein, der ist auf jeden Fall jemand, der sich hier verstellt in diesem System und irgendwann wird ähm, dann wieder ans Licht kommen, wie er eigentlich tickt, dieser ganze schöne Takir-Diskurs, den wir hier führen. Ne? Und dann, dann werden, wird alles Mögliche unterwandert werden. Also so vor, vor solchen Anwürfen kann man ja dann eigentlich nur reagieren mit: Also ja, so schlimm ist es jetzt aber auch nicht, ne? so, so, so ungefähr. Das ist dann eine, eine relativ normale Reaktion, die, die, man, die man darauf hat, als dass man dann hingeht und sagt: Ja gut, dann zeige ich euch jetzt auch noch mal auf, wo die eigentlichen Kernprobleme der Religion liegen und, und, und unseres, ähm, unseres Bestrebens hier. Also ich glaube eher, dass ähm, dass hier zum Teil so merkwürdige Dinge eingeworfen werden in die Diskussion jetzt gerade auch unter unserem neuen Innenminister, dass ähm, das bestimmt nicht zu einer, zu einer positiven ähm, Selbstreflexion oder, oder, oder einer Reflexion unter Muslimen führt, die dann die eigenen kritischen Punkte wirklich eher, eher beleuchtet. Also insofern ist es sehr, sehr schade, denn man hat natürlich in Deutschland einfach ein, ein Diskursfeld, wo man das alles tun könnte. In vielen islamischen Ländern können bestimmte Dinge sowieso schon mal nicht gesagt werden und nicht, nicht gedacht werden. Und hier wäre ja gerade der Raum dafür. Aber selbst wenn wir uns anschauen, was an islamischer Theologie gemacht wird an den Standorten in Deutschland, fünf, sechs, die es sind, das Thema... Ähm, Islam und Feminismus und, und Frauen ist so naheliegend, dass man überhaupt nicht versteht, warum eigentlich noch kein Mensch irgendwann mal einen Forschungseintrag ein, eingereicht hat zu diesem Thema. Es gibt ihn nicht. Also es wird einfach nicht näher, ähm, näher betrachtet und, und ähm, näher beleuchtet. Das ist schade. Wobei, wobei wir ja in der islamischen Theologie auch noch in den Anfängen stecken. Ne? Also nach jetzt wie vielen Jahren? Ja, man könnte ja sagen, das ja. ist eigentlich ein Anfangsthema, oder? Das, ja. ähm, <laughs> unter. Gesunden Umständen. Ja, unter gesunden Umständen ja. Und was ist das, was wir lernen könnten aus dem bereits geführten bisherigen Kampf? Also ich habe ein Beispiel. Vor ungefähr acht Jahren habe ich einen, einen Kollegen hier in Deutschland äh, geschrieben und ich habe ihm vorgeschlagen, eine Tagung zu machen über ein bestimmtes Thema. Und danach zwei Jahren habe ich die Einladung bekommen zu, diesem, zu dieser Tagung. Und ich habe bemerkt, dass alle, alle Vorträger Männer sind, außer mir. Ja? Und dann habe ich angerufen und gesagt: Entweder either you get another woman to speak at this conference, or I won't say what I said after that. Ja, <laughs> yeah. let me give you uh, ein, ein anderes Beispiel. Als ich noch eine, eine Studentin an der Uni einem Doktoranden war. Gab es zwei Männer, die you know, Senior-Professoren waren. Ein Mann, ein Professor, hat immer mit den Frauen geflirtet und er hat Dinge gesagt, dass ja, man soll nicht. Ja. He was teasing? How do you say? Teasing? Nicken. Gnicken, nicken? okay. Aber er hat die Frauen immer unterstützt und er hat immer äh, für uns gekämpft um, yeah, für unsere our jobs und so. The other man had the Frauen einfach nie eingeladen zum Kaffee trinken, zum Mittagessen. Nur die Männer, graduate students, nur die Doktoranden. Also, we, we were excluded from the conversation as women. And I ask, you know, which is worse? So, the first, uh, yeah, today with the Me Too movement and so on, he would be in big trouble for flirting with the women and so on. Okay. And the second one wouldn't. I think that this is a problem right now. We find, for example, that the senior positions in Jewish community life are held by men. They're paid very well and they have a lot of power and influence in the community. Why are women not hired? Sometimes people say if a woman becomes the head of this organization, she will have to raise money from men who are 70, 80 years old and who don't get along with women so we can't hire a woman or the organization will collapse this is the kind of thing now, so the inclusion of women in the conversation to me seems to be right now one of the crucial issues and believe me there are many conferences that take place over and over again in my field in jewish studies with only men i'll give you another example a book just came out ein buch ein sammelband oder ein buch das von fünf oder sechs männern geschrieben yeah. wurde, es geht um 850 Seiten, 850 Seiten! Keine einzige Seite wurde von einer Frau geschrieben. And this, this is what's happening uh, even to this day. So I think we also have to consider how to overcome the kinds of problems, the exclusions, that don't fall under the category of Me Too, and in America, by the way, anything sexual is everybody gets hysterical, but conversation mm, isn't taken as seriously. Okay, then uh, we jetzt now open for you, and you can ask your questions. Maybe the question is. Bei dem Ansatz, den Sie haben, über Feminismus in der Religion zu sprechen, etwas too basic sozusagen. Ich denke, dass die Religion eine Widerspiegelung des Überbaus ist, den wir im Alltag auch im säkularen Bereich und völlig unabhängig von jeglichem religiösen Überbau erleben. Das heißt, es ist eine Machtfrage. Männer haben die Macht und wer gibt schon die Macht gerne ab? In, welcher, in allen Aspekten des Lebens. Und das gilt sowohl auch für den sexuellen Bereich als auch für das Alltagsleben. Und äh, die Religion bietet für diese Strukturen je nach Ausprägung eigentlich nur den kulturell gefärbten oder religionsphilosophisch gefärbten Überbau. Ja, ich habe eine Frage an beide Damen. Zuerst an Sie, Frau Heschel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, Sie finden in, in der jüdischen Religion keine Stelle, wo explizit auf Menschenrechte, Frauenrechte, Humanismus etc. hinweisen. So ist mir auch bekannt, aber das kann ich ja auch im, vom Koran und im Islam auch bestätigen. Mir ist auch keine Stelle im Koran bezüglich bekannt. Ähm, wie ist es denn eigentlich im Christentum? Also bei, wir haben momentan einen inflationären Begriff äh, mit Leitkultur und kommt gleich danach der Begriff äh, christlich-jüdische Tradition that Zucke ich immer zusammen, wenn ich das höre, weil ich gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Gibt es in der Bibel, meine Damen und Herren, die Christen, gibt es eigentlich in der Bibel so eine Stelle, ähm, ähm, wo auf diese Dinge hingewiesen werden, was ich im Koran vermisse und sie vermisst es in Tor? Würde ich gerne hören, was Sie von diesem Begriff halten. Mir ist bekannt, dass alles, was wir heute haben, Menschenrechte, Humanismus, Frauenrechte, das sind ja alle Dinge, die man gegen die Religion eigentlich durchgesetzt hat. Nicht mit Christentum, sondern gegen Christentum. Würde ich gerne Ihre Meinung hören? Also die Frage, welche feministischen Ursprünge es in der Bibel gibt oder welche. Möglichkeiten. Es Nein, gibt nicht feministisch. Der... davon verstehe ich zu wenig. Okay. Äh, mir ging es so um Menschenrechte okay. etc. Ähm, An beide Referenten. Ja, also weil Sie von diesem Begriff hält, soll ich die zweite Frage auch gleich stellen oder? So, ja. Ja. Also meine zweite Frage ist es. Ähm, Sie haben ganz zum Schluss erwähnt dass die Scheidungsrate in Iran ziemlich hoch ist und dass da auch sehr viele also Frauen an den Universitäten arbeiten. Und das sollen Indikatoren sein, dass da doch eine, eine vorwärts äh, schreitende Bewegung sich in Iran abspielt. Ich habe nur zwei Beispiele dazu, die das wirklich widerlegen. In Saudi Arabien ist, glaube ich, die höchste Rate der Scheidung ist in Saudi Arabien 50 Prozent oder noch mehr. Das andere: Man hat sich ja immer über die Türkei gefreut. Man hat immer Türkei als Modell angeführt für den Nahen Osten, für ganz Asien und so weiter. Man hat nur das Positive vom Atatürk erzählt mit Frauenrechten, der war begeistert von, den Juden, äh, von, den, ähm, ähm, von der Jugend. Aber mit diesem Ergebnis, dass wir in der Türkei sozusagen jede zweite in Türkei lebende Mensch wählt, Erdogan, das spricht doch irgendwie dagegen, dass solche Dinge eigentlich... Nicht unbedingt echte Indikatoren sind, dass da irgendwas vorwärts geht. Was Sie dazu sagen würden. Soll ich da mal anfangen? Da haben Sie aber jetzt ein paar richtig dicke Fässer aufgemacht. Ähm, ziemlich dicke Fässer sind das, die Sie aufgemacht haben. Mit Saudi-Arabien und Iran, ich meinte das als Beispiel für das, so interpretiert man es gemeinhin, weil es um von Frauen initiierte Scheidungen geht. Man nimmt das als Beispiel für das gestiegene Selbstbewusstsein von Frauen und für die gestiegenen finanziellen Möglichkeiten. Sonst kann man, ist es einfach sehr schwierig, sich scheiden zu lassen. Und bei Saudi-Arabien würde ich jetzt ja jede Wette eingehen, dass die 50 Scheidungen, von denen Sie sprechen, von, von Männern initiiert werden, was dann ja doch nochmal was, was anderes ist. Also insofern widerspricht mir das Beispiel nicht unbedingt. Das zweite Beispiel, ähm, Atatürk. Ja, mein Gott, der hat es halt genauso falsch gemacht, wie Reza Shah es in Iran falsch gemacht hat, wenn man die Menschen so von oben zwingt, Religion abzuschwören, Religion beiseite zu lassen, wenn man mit so mit dem Brecheisen versucht eine von oben eine Modernisierung zu forcieren, dann kann das eigentlich nur so schief gehen, wie es in Iran noch mehr schief gegangen ist, nämlich dann zu einer Gegenbewegung geführt hat, wie in der islamischen Revolution. Das hat ja alles seinen Grund. Also Reza Shah hat das gleiche in Grün gemacht wie Atatürk in der Türkei. Und natürlich kam dann so eine Gegenbewegung. Wenn man den Frauen in den 30er Jahren das Kopftuch verboten hat, die durften nicht mehr mit dem Kopftuch auf die Straße gehen, das wurde dann irgendwann gelockert in den 40er, 50er Jahren, Da durften sie nur nicht mehr mit Kopftuch in der Verwaltung arbeiten und nicht mit Kopftuch studieren. Immer noch unsäglicher Eingriff in die, in die Rechte einer Frau. Aber dann, wenn so etwas passiert in einem Land, finde ich es quasi logisch, dass Frauen Ende der 70er Jahre auf die Straße gehen und sich als Protestsymbol ein Kopftuch aufziehen. Also auch Frauen, die das bestimmt nicht aus religiösen Gründen gemeint haben, sondern die gesagt haben, das lassen wir uns hier nicht bieten. Wir ziehen dieses Kopftuch auf als Symbol gegen diese aufoktroyierte Art, mit unseren religiösen Gefühlen umzugehen, modernisiert zu werden, wie wir hier stehen müssen. Das finde ich eine ganz normale Gegenbewegung. Und ich weiß nicht, ob das, ich finde sie nicht, nicht schön, die Gegenbewegung in der Türkei, wer findet das schon schön, aber nachvollziehbar ist das schon, warum dann am Ende sehr viele Leute, sehr viele Menschen für Erdogan eintreten. Also auch in der Türkei hätte es vielleicht ein bisschen... Smooth laufen, laufen müssen mit, der, mit dem Eintritt, Eintritt in die Moderne. Und diese Beispiele, die ich aus Iran gebracht habe, die, damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass ähm, ich sehr viel Gegenwehr sehe. Ich glaube einfach nicht, dass man die Hälfte der Bevölkerung ähm, A, unter ein Kopftuch zwingen kann. Auf, auf Dauer, dass man ihnen auf Dauer sagen kann, was sie zu tragen haben und was sie nicht zu tragen haben. Das haben sie sich schon in den 70er-Jahren nicht bieten lassen. Das lassen sie sich heute auch nicht bieten. Und man kann ihnen nicht auf Dauer weismachen, vor allem nicht, wenn sie so gebildet sind, wie Iranerinnen inzwischen sind, dass sie mehr, weniger wert sind als ein Mann. Dann kriegen sie auf Dauer so ein Gesetz wie dieses Blutgeld oder wie dieses Zeugnis vor Gericht, kriegen sie nicht durchgesetzt in einer Bevölkerung. Das wird sich dann schon irgendwann... Von selbst erledigen mit der Gegenwehr, die das ähm, erzeugt. Das, das war eigentlich meine These. Und wenn man das dann noch islamisch begründen kann, dann ist das eine, einfach eine gute Strategie, das ist eine gute Taktik. Ne? Das muss man so nicht begründen, das wird sich, wird sich sowieso anders auch, äh, auch nochmal erledigen lassen. Aber es ist einfach eine, eine gute Art und Weise, so zu, zu argumentieren. Und deswegen finde ich ähm, solchen, diesen islamischen Feminismus, der einfach islamische Legitimationsquellen hat, ähm, so sinnvoll. Und damit bin ich schon fast bei Ihrer zweiten Frage. Ich rede wahnsinnig lange, sorry. Ähm nein natürlich finden sich menschenrechte in dem sinne nicht im koran weder im koran noch, noch in der Torah noch sonst irgendwo das wäre ja auch ein bisschen anachronistisch aber es wäre es ist natürlich möglich an bestimmten dingen anzuknüpfen wie zum beispiel der würde des menschen oder dem was der koran aussagt was der mensch ist khalifa Tullah. Was, was ist das was bedeutet das was impliziert das da kann man, kann man mit bauen mit, mit, solchen, mit solchen elementen und solchen, solchen bausteinen protestant Christianity is certainly Christian. Uh, and the, so the relationship between Protestant, the Protestant Reformation, and Christianity or Catholicism is an intimate relationship. Uh, I can tell you that when I lived for three years in Dallas, Texas, which is a crazy place, somebody once said to me, I made a comment that, oh, Catholics, they don't have the same Bible as we do, we Protestants. So, yeah, actually, you do have the same Bible. Yeah, and there is a relationship. So Protestantism is something new and revolutionary. I would say something similar about feminism. Feminism and religion. Think about it the way you would think about Protestantism. Yeah, it draws on the text, interprets them differently, and it's influenced by social change, and it has certain motivations that are political and social and so forth. And yes, just as Kadayun just said, of course we draw from the text, and I think Judaism has a very strong tradition of human dignity. Uh, and also, a very strong prohibition against shaming another person. That's a very central category, very central teaching in Judaism. And I think that's important. So, what did I talk about? How does one apply that? Well, whom, does, whom do you think about when you apply certain categories of not to shame or to provide dignity? That was. Also ich nehme heute an Ihrer Veranstaltung teil, weil die christlich geprägten Frauen für das nächste Jahr sich vergewissern wollen, wie sie eigentlich gedacht haben 1919, als die neue Verfassung den Frauen das aktive und passive Wahlrecht bescherte. Und ähm, es war ja durchaus so, dass die katholischen Frauenverbände dieses gar nicht wollten, weil es nicht vereinbar mit der ähm, Position von Frauen. Noch weniger wollten es die protestantischen Frauenverbände. Aber ähm, die Sozialdemokraten nach der großen Katastrophe forderten das, was sie versprochen hatten, den Frauen nämlich das aktive und passive Wahlrecht mit Erfolg bei den Verhandlungen, die dann die künftige Verfassung betrafen. Und Matthias Erzberger von den Katholiken, unabhängig von allem, was die Frauen jetzt in dieser Frage dachten und was man vor dem Ersten Weltkrieg argumentiert hatte, war auch unbedingt dafür, wenn man also die Koalition will mit den Sozialdemokraten für die Weimarer Republik, dass dann ihren Forderungen auch zuzustimmen ist und die. Meinung der Liberalen, die da mitgemacht haben, die waren dann sehr gemischt, aber die Männer waren dann auch der Meinung, Frauen sollten das aktive und passive Wahlrecht haben. Ich will damit sagen, dass wir auch eine gespaltene Tradition innerhalb der Frauenschaft haben hinsichtlich der politischen Rechte von Frauen. Die Rechte, die man innerhalb von Kirchenverbänden jetzt hat, das religiöse Recht. Da gibt es ja unterschiedliche Diskussionen und äh, die sind uralt und wir haben auch nicht längst die Erfolge, die wir gerne hätten. Und das haben Sie ja auch heute hier angesprochen. Also meine Frage an Sie ist eigentlich, könnten Sie sich vorstellen, im nächsten Jahr an Veranstaltungen teilzunehmen, in denen Frauen einfach ihre eigenen Auffassungen zur politischen Frauenrede in der Gemeinde, damit dass die Frau Schweige in der Gemeinde beendet wird, teilzunehmen. Und was würde das innerhalb ihrer eigenen Gruppierungen bedeuten, wenn sie daran teilnehmen würden? Das ist meine Frage. Ist deutlich geworden, was ich ansprechen wollte, also dass äh, die politischen nicht so Rechte, ganz ehrlich gesagt. Was ist denn meine Gruppierung? Äh, ich will keine äh, polemik anstoßen äh, äh, sie haben ja eben selbst gesagt man braucht eine doppelte diskussion die diskussion in der diaspora und dass die diskussion in den äh, ländern mit äh, islamisch geprägten regierungsformen eine andere sein muss und Dafür gibt es ja auch im Judentum eine Diskussion seit dem 18. Jahrhundert, dass in der Diaspora anders zu argumentieren ist, als wenn man einen jüdischen Staat hätte, nicht wahr? Und das wiederum hat zu entsprechenden Bewegungen geführt, die wiederum zu den liberalen Bewegungen gehört haben, die sich für Demokratisierung und so weiter eingesetzt haben und zu einige Gruppierungen, die sich der Sozialdemokratie angeschlossen haben und so weiter. Also das ist ja alles ein ganz kompliziertes Thema unserer Kulturgeschichte. Also die Ämterproblematik ist die religiöse Problematik für alle Frauen bis heute in unterschiedlichen Graduierungen. Wer in der Diaspora ist, unterliegt faktisch dem Familienrecht, das hier die Verfassung gibt und nicht dem religiösen. Ne? Also das staatliche Recht geht immer vor, wenn die Frau sich darauf beruft. Und rechtlich sind wir gleich vor allen Gerichten und so weiter. Also, es bleibt, also also was ich ansprechen will, ist, dass Frauen eine eigenständige Tradition haben im Bereich des, der politischen Rechte und dass einige Frauen in diesem Land im nächsten Jahr sich daran erinnern wollen, was eigentlich ihre Geschichte gewesen ist. Und ob das ein relevantes Thema für Sie wäre, sich an solchen Diskussionen dann zu beteiligen, die aus den katholischen und protestantischen Frauenvereinigungen kommen werden. Ich meinte das gar nicht polemisch mit der Nachfrage, als Teil welcher Gruppierung. Ähm ich wüsste wirklich nicht, in, in, in welcher Funktion ich, ich dann da auftreten würde. Ich bin ja nicht Teil einer muslimischen Gemeinde in dem, dem Sinne oder einer Vertretung von Muslimen oder von, von, von irgendwas. Ne? Also insofern, ähm, das beantwortet dann auch den zweiten Teil der Frage, was würde dann meine Gruppierung, also wenn Sie jetzt, <laughs> whatever, also meine Mitmuslime, was würden die denken? Ich glaube, es wäre denen ziemlich egal in, in, in dem Sinne. Also ich, ich vertrete niemanden, ich repräsentiere niemanden. Ähm, insofern könnte ich als islamwissenschaftlerin uh, uh, gerne auftreten, aber es wäre in dem sinne keine, keine vertretung und keine repräsentanz. Und in, und. do you want to answer this question? <laughs> yeah. oh, yeah. no, i, th I think it's, uh, it's great, these meetings that you've described, and, uh, and i think it's very important work. so i, I fully endorse what you're doing. yes. thank you. Ja, ich habe zwei Fragen, und zwar ähm, bezüglich die, ähm, bei der Zeugnis. Wie hat das man begründet, dass die Frau bei den Zeugnis nur als zwei Frauen gegenüber einem Mann und auch bei der Scheidung, warum hat man die Frau nur in bestimmte Fälle das Recht gegeben? Wie hat man das begründet? Wie hat man das argumentiert? Nur den Text oder hat das den Text interpretiert? Wie hat er das auch interpretiert? Danke. Es heißt ja, dass Männer, also soweit ich weiß, ich das sehr leienhaft, durchaus mehrere Frauen oder bis zu drei heiraten dürfen, wenn sie sie gleich behandeln oder gleich für sie sorgen. Wie ist das Problem da einzubauen, auch in umgekehrter Richtung? Ja, die Frage zur, ähm, äh, zu, den, zu der Anzahl der Ehefrauen, die wollte ich auch stellen, wie das diskutiert wird und zusätzlich noch die Frage, wie das ist mit andersgläubigen Ehepartnern. Ob das ein Thema ist, was für, äh, für eine feministische Lesart oben auf der Liste steht, ob das debattiert wird, wie das auch im Iran vielleicht debattiert wird. Genau, das ist meine Frage. Ich finde, den Kontext, den Sie aufgemacht haben, nämlich mit, der, mit dem Entscheidungsrecht, also mit den Rechten, die man hier als Frau hat, egal welche Herkunft man hat, das ist doch eigentlich das. Und wenn wir gucken, wie der, der aktuelle Diskurs gerade ist, Kopftuch, ja oder nein und verbieten und ich weiß nicht was, dann ist doch eher dieses, dieser Impuls. 1919 daran zu erinnern, dass wir Frauenwahlrecht hier haben, vielleicht was, was so ein gemeinsames Wir stiften kann, was wir hier dringend brauchen. Und äh, ich kenne das so ein bisschen aus der türkischen Community, dass äh, bei allem, ob religiös oder nicht, aber die Frauen schätzen das, dass sie hier wissen, dass es hier eine Infrastruktur gibt, dass es hier Rechte gibt, dass man sich nicht, dass man hier nicht alles ertragen muss, auch wenn es schwer fällt und die Lebensläufe auch manchmal mehrere, Läufe, also mehrere Anläufe brauchen, bis man sich dann wirklich trennt. Aber dass es hier diese Möglichkeit gibt und alleine, dass es diese Möglichkeit hier gibt, verändert schon ganz viel Bewusstsein. Und ich finde, das ist was, was man hier in in unserer gesellschaft vielleicht mit dem unter dem titel wir stärken kann und auch einen ganz breiten ähm, konsens vielleicht bei männern und frauen herstellen kann. I know that these questions have been raised about islam, but i would just like to point out that these are also christian issues, that is uh, and jewish. But uh, let's be honest, polygamy is something that's practiced in the United States by Christians. I hope you're aware of that. That is, Mormons, for example. Uh, I would say that while, of course, women want to get a divorce, and it's difficult all over the world, frankly, and the division of, of property is also problematic. But I, I would like to just point out to you that right now in the United States, there's a growing legal effort by state legislatures, not only to ban all abortion, even in cases of rape and incest, but also to ban birth control. Yeah, I'm, I'm sure you must be aware of that. So I, I'm simply point, and these are being undertaken by Christian communities. So while we're here to talk about Judaism and Islam, let's also remember that what I think, what I think is the greatest scandal right now is that an American democracy that's so secular and so liberal, et cetera, is probably moving more quickly to restrict women's rights than any other country in the world. And it's being done in the name of Christianity, Protestant and Catholic. So let me just be clear about that. And I would also just want to add one other point, which is that, of course, Jews also practice polygamy until oh, the early Middle Ages, when in, in Ashkenaz in Europe, it was banned. And men had concubines and so forth. I ask myself, what's better for a woman if a married man has an affair with a woman and then just lets her go when he's tired of her, or if he marries her as a second or third or fifth wife or hundredth wife? At least she gets something out of it. She gets some support and some property. I'm being facetious, but I, I want to make that point uh, here. And I also, the last point I want to make is that actually, Jewish law under Islam, when Jews lived in a Muslim area, Jewish law became more liberal than it did when Jews were living in Christian Europe. And for that I reference the book by Gideon Lipson on Jewish law under Islam. Uh, yeah? So I want to just clarify that historically speaking, Islam has been much more liberal, including on issues of divorce, than either Christianity or Judaism so let's just keep these kinds of things in mind. Um, this, this discussion needs to be broadened. it's not just about islam as the religion that's sexist. Yeah? Yeah. this is a worldwide issue. and it's not a matter of who's worse or who's better, but trying to understand the phenomena that not only under a dictatorship, not only under a fascist regime, not only under a religious, re but even in a liberal democracy like the united states. look what's going on right now. In Terms of Women. Look who's in the White House. Yeah. <laughs> Vielen Dank, liebe Susanne. Ja. Das ist, äh, eigentlich machen wir jetzt gerade so ein bisschen das, was, ähm, wonach Hafsa in ihrer ersten Frage gestellt, äh, gefragt hat. Ne? Dass, ähm, wir konzentrieren uns eben so stark auf den Islam und was, was ist da, da alles falsch, dass. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja äh, durchaus auch berechtigt, da läuft ja nun auch, auch, auch vieles falsch. Deswegen gehe ich jetzt mal die Fragen durch, die mir gestellt worden sind. Wie begründet man das mit dem Zeugnis und, und der Scheidung? Ähm, mit allem Möglichen. Es gibt äh, alle möglichen Arten von Begründungen. Die beliebteste ist tatsächlich immer der, der Verweis auf die, den Koranvers, die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie vor diesen ausgezeichnet hat. Das ist meist die, die koranische Begründung dafür, dass man das ins islamische Recht äh, übertragen hat. Aber da gibt es dann eben auch viele und andere äh, Varianten da, dagegen zu halten und zu sagen, so, so kann es eben nicht sein und so kann es nicht bleiben. Und ich möchte ja auch noch mal wirklich darauf hinweisen, es gibt ja nun äh, eine, nicht so ganz wenige islamische Länder und in den wenigsten wird islamisches Recht in dieser Form praktiziert. Das darf man ja nun auch nicht vergessen, ne? womit wir dann zum Beispiel bei der Vielehe sind. Ja, der Islam erlaubt sie, man darf bis zu vier Frauen haben, aber in den meisten Ländern der islamischen Welt herrschen säkulares Recht und da wurden diese Bestimmungen nicht eingesetzt. In Marokko zum Beispiel, in Tunesien, da ist man hingegangen und hat dann sogar mit einer religiösen Begründung gesagt, wir wollen die das nicht in unserem Land haben. Denn es heißt ja nun auch im Koran, das ist in dem Fall erlaubt, dass man alle seine Frauen gerecht behandeln kann. Und im Nachsatz heißt es dann, und du wirst sie nicht gerecht behandeln können. Also was genau wollte Gott mir damit sagen? dass ich die Vielehe praktizieren soll oder dass ich sie nicht praktizieren soll. Also so mit diesem religiösen Argument hat man dann in Marokko die Vielehe verboten und, und in Tunesien und in vielen anderen Ländern der islamischen Welt. In anderen Ländern ist man päpstlicher als der Papst, Iran zum Beispiel, Saudi-Arabien. Da ist man hingegangen und, und erlaubt sie offiziell. Aber selbst da gibt es alle möglichen Einschränkungen und versucht man das natürlich zu, zu unterbinden. Ne? Aber es ist ähm, nicht so, als werde da nicht in der Tat viel, viel auch, auch ja, versucht gegen zu unternehmen. Nach andersgläubigen Ehepartnern wurde gefragt. Nach islamischem Recht ist es ja grundsätzlich sowieso so, zumindest nach den vier sunnitischen Hauptrechtsschulen, dass muslimische Männer Christinnen und Jüdinnen heiraten dürfen. Schiiten dürfen das nicht, da gibt es diese Mixed Marriages nicht, in die eine oder andere Richtung. Man könnte sagen, schiiteses Recht ist da viel egalitärer und gleichberechtigter, weil nämlich auch schiitische Männer keine äh, andersgläubigen Frauen heiraten dürfen. Zumindest gilt da das gleiche Recht für alle. Aber was natürlich nach islamischem Recht theoretisch nicht geht, ist, dass man umgekehrt heiratet. Also dass eine Muslimin einen Christen oder einen Juden heiratet. Was schlicht und ergreifend damit zu tun hat, dass nach islamischem Recht das Kind die Religion des Vaters bekommt. Ne? Also insofern ist man im sunnitischen Islam, toleriert man den einen oder anderen Christen und Juden in der Familie, das geht schon okay, aber es geht eben um die Kinder und die sollen muslimisch bleiben. Deswegen ähm, toleriert man das nicht. Wie wird damit heutzutage umgegangen? Es gibt natürlich viele islamische Länder, in denen gibt es eine Zivilehe. Da ist das möglich und wird das praktiziert. Es gibt viele islamische Länder, da ist das, gibt es keine Zivilehe, da wird es nicht praktiziert. Also in Iran wird es garantiert nicht praktiziert zum Beispiel. Was ist in Deutschland? In Deutschland ist es eher ein, es gibt Imame und es gibt Imaminnen in diesem Land, die auch andersrum trauen, die das durchaus machen. Die sagen auch, sie nehmen sich da sehr viel Zeit für, bevor sie das tun. Weil sie eben wissen, dass, ähm, es, äh, dass es zu Problemen in der Gemeinschaft kommt und dass man den Leuten das äh, sehr, sehr ausführlich erklären muss. Aber in Deutschland wird da eben auch Ijtihad betrieben und macht man Rechtsfortbildung und argumentiert dann als ein solcher Imam oder eine solche Imamin, die diese Trauungen vollziehen, also sprich mit Muslimin und, und, und Christ, was sonst eigentlich nicht geht, dass ähm, es in diesem Umfeld, das ein anderes ist, als vor einigen Jahrhunderten möglich sein sollte. Aber auch die sagen natürlich, es, 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 es ist immer die Frage der Kinder. Was macht man denn dann nun mit den Kindern? Aber das passiert ja bei der anders. Also wenn es andersrum ist und islamisch erlaubt ist, ist es letztlich natürlich auch eine viel größere Frage, als es das noch vor Jahrhunderten war, wo klar war, dass die Religion vom Vater auf das Kind übergeht. Also es ist alles im Fluss. <laughs> der Gerechtigkeit halber und weil die Fragen auch nicht explizit an Sie gerichtet waren, nochmal vielleicht, ähm, wie ist es im, äh, in der jüdischen Tradition, im Judentum mit dem Polytheismus und, ähm, nee, mit der, mit der Mehrehe und wie ist es äh, im Judentum mit, ähm, mit andersgläubigen Ehepartnern? Also um die Andersgläubigen Ehepartnern, also es ist erlaubt, mehr, ja. genau, christliche, muslimische oder gar nichtgläubige Ehepartner ja, ja. zu heiraten. Um, yeah, so the the intermarriage rate, so Jews marrying uh, non-Jews, is uh, close to fifty percent in the United States. But what's interesting is that the Jews almost never convert to Christianity or Buddhism or Islam, whatever the other religion is. But the Christian who marries the Jew converts to Judaism. And what's very striking in the studies is that these converts. Enter Judaism as adults, so they don't have the experience of childhood Judaism with the holidays and so forth. But they are very serious and thoughtful, and they often know a lot more about Judaism than the one who was brought up Jewish and hated Sunday school, like my husband. <laughs> so uh, actually, it turns out that people have studied although it's 50% intermarriage rate it's not clear that the number of jews is really going down yeah, because of the conversion now in terms of marriage the marriage ceremony that's been a debate a debate in two issues one is if the mother's jewish the child is jewish but the reform movement decided maybe 30 years ago that if the father is jewish and the mother is not jewish and they raise the child as a jew then the child is a Jew and does not have to go through a conversion process. So they recognize patrilineal descent, which was the original thing, by the way. Matrilineal descent only came in around the second or third century. So it's, yeah, it's in a sense, recovering something. Okay, in terms of the wedding, that's a big debate right now in the conservative movement of Judaism. Until now, Orthodox and conservative rabbis were forbidden to conduct, officiate at an intermarriage. Reform rabbis would do it. And now there are conservative rabbis who say, My sister is marrying a Christian. How can I not perform her wedding? Yeah, and so on. So that's now, I think, beginning to change. Uh, um, yeah. On the other hand, the split within the Jewish world has been developing very strongly in recent decades between Orthodox on the one side and everybody else on the other side. That's changing. The split right now is Jews who support Trump, and that's about 20%, maybe, and those who hate Trump. <laughs> and that's really the split. I went to an Orthodox synagogue recently to hear a lecture and I was speaking to the rabbi briefly, just chatting, and all of a sudden the rabbi, this Orthodox right wing rabbi, said to me, You're probably a Democrat. <laughs> See what's happened? Yeah. yeah? Is he worried about my soul, about my belief, <laughs> about my Sabbath? And no. either you're a Republican or you're a Democrat. And if you're a Democrat from his point of view, you're worthless. You're a traitor. Yeah? That's the problem. Thank you very much. And uh, I would guess that um, we will both thank you very much for sharing your work with us. But before we uh, applaud to, to both of you, I want to announce uh, the next and last lecture on human rights and religion. On the 14th of June, we will discuss together with Professor Leora Batnitzky and Professor Anver Emon the question of how to deal with religious freedom within Judaism and Islam. And our last session will be during the holy month of Ramadan, which is why we invite uh, all of you to uh, join fast breaking and iftar. And um, as a really, really last point, I want to remind you of our little survey. We have a colleague. Um, at the door, who has a box, and uh, we're really interested in um, how you got to our uh, event this evening. So please fill it out and uh, leave it here, and uh, join me in a great applaud for our scholars. <laughs>